Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Eastside vs. Westside, dem Challenge-Projekt. Und ja, ich bin nicht alleine. Der Uwe ist auch wieder mit dabei. Guten Abend. So, Uwe, ich bin wieder am Hof. Ach. Ja. Böse. Du wirst nicht glauben, was wir machen mussten. Erzähl. Wir haben den Bagger gehabt. Einen überdimensionalen Golfball. Und haben Golf gespielt. Beim Bagger. Beim Bagger. Und. Und der Bodo baggert immer noch. Ja, wahrscheinlich. Also ganz ehrlich, ne? Also. Wir waren noch nicht so warm. Muss ich sagen. Fühl dich. Ey, das ist Wahnsinn. Aber wir haben gewonnen. Hey, wupp, wupp. Wir haben gewonnen. 130.000 Mark. Wie viel? 130.000 Mark. Oh, heilige Maria. Ja, weißt du warum 130.000? Nee. Weil wir es schon 100 Tage hier gemeinsam ausgehalten haben. Boah, lass dich drücken, Harry. Nein, lass drücken. Nein, ich will nicht. Geh weg. Ach, voll Teufel. Ja, ist gut jetzt. Geh weg. So, cool. Oh, Harry. Ja, was ist? Ich hab den Umschlag gefunden. Vielen Dank. Ja, gerne. Pass auf fürs nächste Mal beim Fahren. Ja. Aber Harry. So, Harry, ja genau, pass auf jetzt. Lass mal Update machen. Wie stehen wir jetzt mit den Feldern? Das Feld 2 ist komplett angesehen. Das Feld 1 ist komplett gegrubbert. Das Feld 28 ist zur Hälfte abgeerntet. Wahnsinn. Es ist alles gedüngt, es ist alles gekalkt. Ja. Du kannst jetzt mir helfen aufräumen. Also der ganze Klumpatsch, wo hier rumsteht, muss alles auf den Hof. Ja, nee, ist richtig, dass wir bitte für Ordnung sorgen. Ja. Unser Zeug steht auf der halben Landschaft hier verteilt. Ja. Und dann kannst du hier, schau her, hier. Hup, hup. Wollen wir schon mähen, oder? Jo. Wollen wir mähen und das Ganze, ja. Reines Gras, weil unsere Schafe. Wollte ich gerade sagen, wir brauchen nämlich Futter für die Schafe. Die müssen genau. Nämlich. Haben wir ganz, im Lager haben wir gar nichts mehr drin, oder was? An Gras oder was? Doch, tatsächlich. Okay. Ja, pass auf, Uwe, dann machen wir so, da räumen wir auf, ne? Und du kannst dann ausfahren, die Straße füttern, die Schafe füttern. Und ich ja. Mache gleich mit dem Mäher los. So. Jo. Ja? Gut, naja, dann stelle ich meinen 50 Meter rein. Ich hole aber hier hinten mal noch die Spritze ab. Ja, so. Genau. Und da haben wir die dann auch mit drin. So, was hältst du davon, wenn wir hier vorne. Auf unser Feld 1, wenn wir da Weizen drauf machen. Boah, Weizen oder Gerste, je nachdem. Ja, Weizen, Gerste, je nachdem, was ja, müsste mal überlegen, aber ich glaube die wachsen beide schnell. Gleich ja, schnell. Das glaube ich tatsächlich auch. So. Deswegen. Der kleine Deutz und das Schneidwerk steht schon auf dem Hof vorbereitet. Hab ich schon gesehen, bin ich schon vorbeigerucht, weil ich habe die Kühe gleich mal gefüttert mit Mischfutter. Ah, gleich nochmal okay. Was reingeschmissen. Und da können die erstmal werkeln. Wenn du die Futtersession machst, ne, bei den Schafen, könntest du auch mal schauen, dass du vielleicht gleich zwei Dinge mit einmal mit rüber nimmst. Das bedeutet einmal Gras für die Schafe und einmal ein bisschen Getreide, also Weizen für unsere Hühner, weil die brauchen auch wieder. Ey, die futtern ja wie die Wahnsinnigen. Deswegen, dass wir die Hühner mal voll kriegen. Ja, achso, wir müssten aber tatsächlich noch, wir haben einen Saisonarbeiter, einen zweiten Saisonarbeiter könnte man rein theoretisch auf der 1 schon anfangen zu sehen. Ja, können wir doch machen. Können wir doch. Jetzt müssen wir aber das Vorgewende fahren. Ja, ne, da fahre ich immer vor. Oder manches packt ja so. Nee, ich mach immer Vorgewende fertig. Ja, also dann das zuerst in dem Fall. Jawohl, so, warte mal. Ja? Hallo? Ja, vor. Ach, Herr Müller! Ja. Sie sind doch Besitzer eines Glas. Oder täusche ich mich da? Das, Xerion heißt das Ding. Ja. Ja. Das steht ja Mittelweg im Weg. Was? Wieso? Wo denn? Ja, hier direkt hinter der Bahnschiene. Ja, ich weiß, die hole ich ja, ich laufe ja gerade hin. Ich hole den ja gleich. Also jetzt, sofort. Ja. Innerhalb von 2 Minuten.
weil wir haben alles ja hier hinten gerade fertig gemacht und ich bin jetzt gerade auf dem Weg dahin, weil ich kann leider Gottes nur eine Maschine fahren. Auch wenn die Mauer weg ist, das ist richtig. Kann ich nur eine Maschine fahren. Und wir sind ja am Rudeln und Budeln und so. Ich wollte mich ja auch nur mal erkundigen, weil Sie wissen, falsch abgestellte Fahrzeuge werden abgeschleppt. Ja, das brauchen wir nicht machen. Das weiß ich. Das habe ich verinnerlicht. Aber Herr Müller, ruf Sie gerade mal am Telefon. Wie sieht's denn aus mit der Frau Wagner? Wie weit sind Sie denn da? Ja, noch gar nicht weit. Die weiß ja von ihrem Glück nichts. Ah, ich sehe sie. Ja, klick mal auf, steigen Sie mal aus. Herr Müller. Achso, hier. Ja. Passen Sie auf. Und Sie haben letztens schon mal unterhalten, draußen beim Händler. Ja. Ja. Passen Sie auf, Herr Müller. Wenn wir das, wenn die Frau Wagner wieder da ist, ne? Wie wäre es denn, wenn Sie dazu machen, wenn Sie sich so als schillernde Ritter, so als Mr. Knight, ja, so präsentieren und uns quasi die jungen Landwirte so, also die so unterstützen, die aufstrebenden Landwirte, ne? Im Sinne vielleicht eines kleines Unterstützung auf eine neue Maschine? Ja, Hafer. Ja? Ja, ernst jetzt. Naja, wieso? Da können Sie sich hinstellen und sagen, gucken Sie mal, Frau Wagner, ne, ich habe Herz, ich kann das, ne? Und ich habe nicht nur Herz für Landwirte, ich habe auch Herz für Sie. Überlegen Sie doch mal, das ist so, Herr Müller, das ist ja, so schön. Wie viel Herz hätte ich denn heute noch ausschütten sollen? Wir müssen ja nicht heute machen, erst wenn die Frau Wagner wieder da ist. Ja, dann überweisen Sie mit 100.000 zurück. Was? Nee. Ach. Na, nee, Herr Müller, haben Sie doch mal ein Herz? Außerdem habe ich es nicht so eilig. Was? Ja, ich weiß, aber Sie müssen Frau Wagner erst mal kennenlernen. Ja, na, aber so, gucken Sie doch mal, da lächelt die dann. Und da wissen die, Mensch, der Herr Müller, der scheint vielleicht hier echt niedlicher zu sein. Herr Müller, glauben Sie mir, ich unterstütze Sie da. Sie werden sehen, das wird harmonieren und funktionieren. Herr Hafer, wo man Liebeleien, ja, genau. Sind sowieso untersagt. Was, wieso? Weil das im Dienst verboten ist. Ja, aber Sie können ja, aber Herr Müller, Sie können ja, gucken Sie, Sie können ja 30 Tage draus machen. Können Sie immer noch sagen, es war eine Testversion, kann ich zurückgeben. Au, wow, das ist doch kein Gerät. Na, aber alles, was unter einem Jahr ist, kann man als 30 Tage Testversion abdeklarieren. Ach, ja, haben Sie nichts zu tun? Ja doch, aber ich will Ihnen doch helfen, Herr Müller. Ich bin Ihr Wingman, Ihr Flügelmann. Ich gerade nicht geholfen werden. Na doch, Herr Müller, das wollen Sie, das sehe ich. Das sagen mir Ihre Augen. Ja? Herr Müller. Herr Hafer. Wissen Sie, woran man ein Tier in Gefangenschaft erkennt? Ja? Wissen Sie woran? An den Augen. Und genau das sehe ich in Ihren Augen. Ja? Sie wollen raus. Sie wollen raus aus dem eingezwängten Alltag. Ja? Sie wollen mit der Frau Wagner etwas erleben. Ja? Das Leben genießen. Und Herr Müller, genau das bekommen wir hin. Ja? Da bin ich Ihr Mann. Wir müssen uns bloß einig werden mit dem Schlüter. Ich werde auf Sie zurückkommen. Ja. Aber ja. Mir läuft die Zeit davon. Ach so. Okay. Ich habe das schon ein paar Minuten verspielt. Jetzt. Okay. Okay. Ich muss wieder ran an der Arbeit. Ja, na gut, ne? Also ich bin Ihr Mann, ne? Und denken Sie an den Schlüter. Ja. Ja, tschüss. Wiedersehen. Wollen ja nur helfen. Ja, nur helfen. Uwe! Oh, Harry. Ich bringe jetzt erstmal den Xerion rein, ne? Ich bring dir was anderes raus. Ja, ich sehe das schon. Das ist zu gütig von dir. Ich komm dann mit dem kleinen Johnny wieder raus. Und stell mir den her. Wir wählen aber gleich. Wow. Wir wählen. Ja, die ganze Wiese, ne? Ja, klar, natürlich, klar. Du sag mal, wir haben doch hier so eine Waschanlage. Ja, reinfahren, Knöpfe drücken, für Spaß haben. Okay, ich sehe da gerade was Optisches, was bei mir nicht so hinhaut. Optische Dinge sind nicht so toll. Das mit dem Waschen machen wir später. Okay. Ich muss mal meine Brille putzen. Ach, hey, hey. Ja, die ist manchmal, ist die Brille dreckig. Muss ich dann mal gucken. Aber nee. Wollen wir Heu machen oder nur normales Gras? Nur Gras. Heu brauchen wir nicht, glaube ich, oder? Heu brauchen wir nicht. Oh, jetzt nicht so unbedingt. Ich will bloß noch mal gucken.
Genau, bei den Schafen, da brauchen wir unbedingt Gras draußen. Und du sag mal. Ja. Kannst du zwei Anhänger hintereinander hängen? Habe ich doch schon. Also auf dem Feld draußen. Auf, ja, nee, ich meine hier, wenn du zu den Schafen fährst. Wasser? Nee. Ach, nee. Mach ich nicht hier. Warum denn? Du fährst doch, Uwe, du fährst doch hier hinten raus. Das sieht doch keine Sau. Ne, ich muss gucken, ob ich zwei Anhänger hier habe, die hintereinander passen. Ne, du kannst doch den W50 nehmen. Ach so, ja. Guckst du mal, ob du da was tüdeln kannst, ne? Ja. Und ja. Dann sollte das doch gehen. Wenn nicht, dann machst du halt drei Hänger hintereinander. Das fällt schon nicht auf Uwe. Ja, Harry. Gut, ich bin erstmal Man. Glaublich. So. Ach, im Übrigen, Uwe. Ja. Wir können das kleine Vehikel, ne, was wir da so stehen haben hier, was wir gewonnen haben, wo wir letztes Jahr den Weizen bekommen haben. Ne? Hm? Wissen wir, was ich meine hier? Diesen kleinen Oldtimer, den können wir verkaufen. Ja. Den können wir verkaufen. Was? Ja. Den müssen Harry? Wir nicht. Den müssen, ja. Bist du dir sicher? Den können wir wirklich verkaufen. Den müssen wir nicht behalten. Das bin ich mir felsenfest sicher. Du, was ich dich fragen wollte, wo ist eigentlich unser Herr Richter? Der ist noch abklären mit seiner alten Gemeinde, weil der war ja von nebenan, von der Gemeinde. Ja, genau. Dass der sein Gemeindeamt hier, also sei Amtsdingsbums da, was er da hat hier, dass er das niederlegt und dass er quasi für uns dann frei ist. Weil der will ja bei uns anfangen. Ja, richtig, deswegen frage ich gerade irgendwie. Ja, genau. So, und dann, wenn der da alles durch hat, ne, dann kommt er dann zu uns und dann ist er bei uns mit dabei und dann geht's aber rund. Sag ich dir. Der ist schon heiß wie Frittenfett. Also der freut sich schon sehr. So, was nehme ich jetzt mit? Ich nehme jetzt Gras mit und Getreide für die Hühners. Ja. Was wollten denn die Hühner futtern? Hafer war nichts, stimmt, nee. Da war was. Hafer war nichts. Weizen kannst du neu hauen. Genau, Hafer war schlecht. Weizen rein. Und ja. Noch ein bisschen Wasser mit rein. Nein. Was ist denn jetzt passiert? Alles gut. Wenn du Nein sagst, dann ist wieder irgendwas im Busch. Nein. Nicht. Okay. Ah, und Uwe, tu mir einen Gefallen, hinten auf der Brücke, wo es zu den Schafen geht. Oh, hör auf. Die ist ein bisschen. Aber so. Ist ein bisschen speziell. Such's. Kannst du schon mal einen Kran bestellen? Was? Nein? Bitte. Ja. Bitte gib Obacht, dass da nichts irgendwie kaputt geht. Das können wir uns nicht leisten. So viel Geld haben wir nicht. Ach so, warte mal, wir haben doch September. Verdammt, ich muss den Müller anrufen. Wird bald Zeit. Ja. Deswegen, ich rufe mal den Müller an. Ah, mal gucken. Der Müller hört. Ja, mal probieren. Wer gehört der? Müller. Herr Müller? Ja. Ja, ne, hab ich Sie bei was gestört, Herr Müller? Nein. Nicht. Herr nicht Müller? Wirklich. Wir hatten doch ein bisschen was offen, ne? Kreditmäßig. Ja. Ja, das war 350.000, ne? Moment, lassen Sie mich kurz nachschauen. Ja, schauen Sie einmal. Ich guck mal nach. Es ist einmal die 200.000, die was mit 0% waren. Hm, genau. Und einmal die 300.000, richtig. Was? Nee. Das zurückzahlen sollten wir bloß 350.000. Was? Ja. Ich habe... Lassen Sie mich kurz, warten Sie, ich muss ja mal kurz in meinem Zettel ein bisschen wühlen.
Lassen Sie mich kurz gucken. Zurückzahlen sollten wir nämlich nur. Lassen Sie mich gucken. Moment. Ja, gucken Sie mal. Lassen Sie mich gucken. Mensch, das ist schon ein paar Tage her. Nee, noch nicht mal 350.000. 315.000 sollten wir bloß zurückzahlen. Ja, das ist der, der bis Oktober zurückgezahlt werden muss. Ja, aber sonst mehr war ja nichts. Doch, nee. Ganz am Anfang. Ganz am Anfang gab es 200.000 für 0% konnten sie sich nehmen. Und das hat aber keine Laufzeit. Ja, aber den haben wir doch schon gezahlt. Wann denn? Den haben wir schon vor etlichen Monaten gezahlt. Das glaube ich nicht. Doch, bei uns, nee, wirklich, Herr Müller. Bei uns waren nur noch die 315.000 offen. Also sicher, also wirklich, Herr Müller. Der Fluger, das, ist noch mal, Herr Hafer. Da brauchen wir jetzt keinen großen Boost drum zu machen. Nee, alles gut, alles gut. Aber wie gesagt, ich würde schon die 315.000 zurückzahlen wollen. Komplett oder was? Ja. Soll ich die an die Gemeinde direkt überweisen? Ja, bitte. Okay, geben Sie mir einen kleinen Moment. An die Behörde. So, genau. 315.000. Ne, also das andere, also wie gesagt, nee, davon hat uns nie irgendwie einer was erzählt. So, das Geld Es hat niemand erzählt oder sie haben es zurückgezahlt? Nee, dass da noch was offen ist, weil wir haben alles rückgezahlt und ich habe damals, wo das jetzt mit den 315.000 Mark war, müssten im Übrigen angekommen sein. Sind sie. Da hieß es nur noch, dass wir nur noch die 315.000 zurückzahlen sollen. Mit 200.000 Zahlen war da nichts mehr. Das war alles im Rhein. Das wäre schon überprüfen. Ja, gucken Sie, da bitte noch mal nach. Bei denen gab es ganz am Anfang mit 200.000. Ja, ne, den haben wir ja. Wir haben ja, es war ja auch so, wir haben ja vorher auch gar keinen gekriegt, die wir die 200.000 nicht zurückgezahlt hatten. So, deswegen kommt mir das gerade ein bisschen spanisch vor. Doch. Nein, die 200.000 haben mit den 300.000 nichts zu tun gehabt. Wir haben aber die 200.000... Zwei separate Geschichten. Naja, aber die sind ja getrennt voneinander schon fertig. Also die 200.000 echt nicht mehr. Ja, das habe ich aber halt nicht in meinen Aufzeichnungen stehen, dass da irgendwann mal was bezahlt worden ist. Weil da haben sie bis Ende der Challenge Zeit. Ja, aber dann gucken sie gerne nochmal nach. Ja. Weil da ist bei uns nichts mehr offen. Also echt nicht. Ich schaue nochmal nach. Also wie gesagt, ich finde jetzt hier in meinen Unterlagen nichts, dass da irgendwas bezahlt worden ist. Ja, alles gut. Gucken Sie da wirklich nochmal nach, ne? Weil sicher ist sicher, ne? Aber ich habe jetzt ja halt auch keine Lust, da irgendwo was doppelt zu bezahlen, ne? Weil wenn da... Das ist mir schon klar. Wenn da die rechte Hand nicht weiß, was die linke gemacht hat. So. Na, deswegen, aber Herr Müller, alles gut, ne? Gucken Sie da mal nach. Kann ja immer mal irgendwo was untergehen, um Gottes Willen, ne? Ja. Das kann auch bei uns der Fall sein, ne? Aber ich glaube es jetzt eher weniger. Ja, gucken Sie da einfach nochmal nach. Sagen Sie mir da nochmal Bescheid? Ja. Okay. Das wird aber ein Stück dauern. Ja, ist alles nämlich, gut. Alles weit gut. Zurück anscheinend. Ja, alles gut. So zeitig bezahlt haben. Ja, deswegen. Ne? Gucken Sie, machen Sie in Ruhe. Ne? Wenn Sie da was wissen oder haben, ne? Sagen Sie Bescheid. Und da sprechen wir da nochmal. Ne? Passt. Alles klar, Herr Müller. Herr Hafer. Dann bis denn, wiederhören. Jo, tschüss. Uwe, ich bin wieder da. Jo, Harry. Schön. Du, sag mal. Mal so nebenbei die Frage. Wo haben wir noch Saatgut? Vermutlich im Hoflager. Okay, gut. Muss ich dann nochmal gucken. Wisst ihr, was der Müller jetzt zu mir gesagt hat? Was? Also erstmal habe ich die 315.000 überwiesen. Was? Jetzt schon? Da habe ich die schon weg. Fertig. Weg. Haben wir die weg vom Fleck. Okay. Der hatte jetzt gesagt, wir hätten angeblich noch 200.000 offen. Was ja gar nicht der Fall ist. Wovon denn auch? Ja, ne, er meinte, ganz am Anfang haben wir 200.000 bekommen ohne Laufzeit. Etc. So. Und dass wir das angeblich noch irgendwie zahlen müssen, blablabla. Ja. Und da habe ich gesagt, nee, haben wir nicht, weil uns war im Gespräch immer nur, dass wir noch die 315.000 zahlen müssen. So,
200.000 ist bei uns gar nichts mehr. Ne? Da habe ich den jetzt erstmal. Die Brücke. Ja, bitte pass auf. Okay, ja. Bitte pass auf. Oh Gott. Auf jeden Fall, ich bin jetzt erstmal so mit ihm verblieben, dass er der erste Mal guckt, ne, das Ganze nochmal nachprüft und wenn dann nochmal, sollte doch irgendwo was sein, dass wir da nochmal ins Gespräch gehen. Ja, da muss ja irgendwo ein Schriftstück dafür geben, oder? Ja, da irgendwas muss ja hinterlegt sein, aber 200.000 haben wir nicht mehr offen. Das ist. Nee. Glaube ich auch nicht. Nein. Das geht gar nicht. Das lassen wir uns nicht nachsagen. So ist es. Gut. Uwe, ich gehe erstmal ein bisschen in mich. Jo. Meine lieben YouTuberinos. 200.000 noch offen? Nee. Oder? Was meint ihr? Schreibt gerne mal in die Kommentare. Lasst das Däumchen da. In diesem Sinne. Winke, winke. Bis zum nächsten Mal.